So, dann sagen wir nochmal Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen atemberaubenden Folge 7 Days to Die. Ich bin der Zuwok, mit dabei ist die Schlumpfine und der Joe. Hallöle. Ja, du ahnst es doch nicht. Es schießt auf 1,3 Kilometer einen Pfeil ab, triffst da die Blaukittlige und ich leg sie direkt auf den Rücken, oder was? Aber ist keine Paarungszeit? Du sollst hier hinkommen. Doch gar nicht, aber. Hä? Komische Sache, das, ne? Also das hat mich jetzt echt an das Ding erinnert hier mit dem Banküberfall. Ehrlich, zwei Typen kommen rein, schwer maskiert, voll bewaffnet in die Bank rein, schreien da rum, alle auf dem Boden, Bauch auf dem Boden, Gesicht auf dem Boden. Ja, und Frau Schmidt legt sie mit dem Rücken da hinten auf dem Rücken. Und dann sagt der Filialleiter, sagt der Frau Schmidt, das ist ein Banküberfall und keine Weihnachtsfeier. Oh weia. Ach, schön. Ja, also ich bin sprachlos. Kommt sie jetzt nicht, oder wie? Die liegt hier einfach im Beast-Modus. Aha. Die lockt dich raus, das ist alles. Oder habe ich ihr halt einfach nur das Bein weggeschossen und die krabbelt. Ach, guck mal, hier hat sie angekrabbelt. Haha, das ist ja immer wie ein Rollstuhl. Dann komm ich auch mal angekrabbelt. Guck an. Komm, komm. Aber ganz schön langsam, oder? Ja, ja, ich merke das schon. Also bist du da, es ist wieder dunkel. Komm. Deine Freunde mit ohne Beine sind schneller. Möchte ich nicht hänseln. Beeil dich! Du komm, wir essen Weihnachten zeitig. Komm mal klar. Bist du langweilig, ehrlich. Guck mal, hier hast du noch ganz Brustbeinwund gerieben, da wie du krabbelst. Guck mal. Ich habe auch keinen anderen Zombie zu sehen im Moment. Nee. Du komm. Du komm. Ach, wie soll das gleich mit dir erstmal werden, wenn du die Treppe hoch musst? Ach du Scheiße. Haben wir ja gar nicht drin gedacht. Nee, komm, das Spiel beenden wir ja, aber das können wir nicht. Also, hinterher ist das noch. Ne? Also, so. Nee, nee. Dick die mit ihrem Gekrabbel hier noch Baumängel auf, oder was? Hör bloß auf. Hört das nicht aus. Meine Güte. So, habt ihr was zu essen mit? Habt ihr was zu trinken? Nee. Doch, essen ja, trinken auch, aber Hunger und Durst habe ich trotzdem auch gut, ne? Läuft schon, was willst du? Ja. Es läuft. Und wie? Ach, du darfst das nicht, das kann ich eigentlich so, hopp, runter hier. So. Moped? Wer hat denn jetzt kein Benzin mehr? Der war auch cool. Nein, jetzt mal wirklich jetzt. Benzin habe ich noch. Ich auch noch, 39. Hast du nichts mehr, oder? 39 hast du nur noch. Hier, so war. Und Fine, wie viel hast du noch? Mehr als 39? Ja, ich habe noch. Also, das ist im Moment kein Problem mit. Ich habe nichts mehr. Warte. Nein, ist alles gut. Dann habe ich den Moped geschmissen. Immer auch mal irgendwie voll die Hupe. Wir finden ja Autos und sowas, das ist ja nicht das Problem. Ja, ja, eben. Ja, kriegen wir ja schon wieder zusammen. Wenn wir erstmal hier vom Hof kommen. Was ist das denn hier? Ich habe hier. Ach so. Oh, ich müsste mal reparieren, sehe ich gerade. Ja, 48 habe ich meine auch noch. Mein Sattel quietscht. 19% habe ich nur noch. Wenn das nur der Sattel ist, dann ist ja alles gut, aber. Ja. So, der fällt mir gleich nicht ab, wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre. Das wäre nicht so gut. Ja. Was machen wir jetzt? Überhaupt Wüste suchen oder was? Wir fahren einfach los und. Ja, würde ich sagen, Wüste, oder? Wir brauchen Wüste auch. Ja, warte mal, wo ist denn was ist mal Wüst? Wenn wir schon sind, wo ist denn hier? Ist das, schon mal schön. Ja, das ist schon mal schön. Also, im Norden ist auf jeden Fall Schnee. Die Frage ist, wie weit ist Schnee? Ne, irgendwann ist ja mal kein Schnee mehr. Wüste ist das ist die große Frage. Wo ist denn Wüste? Einfach mal Richtung Osten fahren, mal gucken, was kommt. Ja. Wenn es im Osten ist die Wüste, na gut, dann komm. Naja, wäre eine Idee, mal gucken. Ja. Osten ist immer Wüste. Schon mal gewesen. Na. Ich kann nicht mithalten, ich muss mal Gas geben hier. Ja. Oh, aber ich finde eine Masse Autos hier unterwegs. Du weißt, ne? Je mehr du rechts am Hahn drehst, umso schneller bewegt sich die Landschaft. So, der kleine Weg müsste ja auch hier irgendwo hinführen, oder? Echt jetzt?
Fahren wir jetzt schon wieder Wege? Ja, hier ist ein Weg. Und ein Zombie. Seid ihr denn? Stumpf, also ich bin hier bei Zova. Stumpfin ist 140 Meter rechts neben uns. Hat Schlumpfin in ein anderes Osten? Nee. Ich habe ein Stück Weg gehabt eben. Ach so. Das war nur so da. Das war nur ja, so da Weg. Genau. So, Nitrat. Also ich finde, wenn wir deine Freundin finden, dann müssen wir sie mitnehmen. Ja, kannst du ja machen, bei dir im Körbchen hinten reinpressen. Kein Problem. Genau. Ich helfe mit Falten. Seltener Besuch. Moin. Hier ist eine Straße. Ist jo. Das ist ein Dreck vor uns. Hier ist es da. Ein Haus mit Hund. Ach hier, da. Was ist das hier oben? Da ist auch noch was. Das ist bestimmt das Holzfällerlager hier oben. Oh ja, stimmt. Die haben bestimmt Holzfällerhütten. Mhm. Bestimmt. Ob die auch Hefte haben? Hm. Die was haben? Heftchen? 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 Nein, nicht die. Nein, nicht die. Nein. Meinen die anderen schon. Hier kommt Gebirge. Ja, sehe ich. Oh, das ist immer ein gutes Zeichen. Für was? Halt, das da war Steine. Oh. Nee, da fahren wir lieber da lang. Komm. Ich fahr stur geradeaus. Da krieg ich nichts. Ja, vor allen Dingen, wir fahren jetzt so zielsicher, ne? Ja, das ist ja, ja gleich die Wüste da vorne. Gehen wir mal von aus. Ja, also, Stumpfine hat gesagt, die ist im Osten. Ja, Stumpfine hat recht. Ja. Sicher? Oder Schuld. Also, hier müsste mal auch mal geplättet werden, der Alter. Ehrlich, du, mein lieber Mann, Terraform, also, die müssen wir echt mal mit dem Baubüro hin, weil das kann ja nicht wahr sein. Hier das mal an. Oh, nein! Was ist? Jetzt geht ihr bergab. Oh, was sind das, die links so war? Ja. Militärcamp, höchstwahrscheinlich. Das habe ich noch gar nicht entdeckt. Habe ich das nicht? Doch, habe ich schon. Habe ich nicht. Na, da will ich aber jetzt nicht rein. Das ist durch, ne? Stimmt wieder alle Köpfe dran oder so. Höchstwahrscheinlich. Hier ist eine Straße. Aber wir haben gesagt Osten, ne? Ja, genau. Oh. Sekunde. Warte mal, wo bin ich denn da? Hast du denn gesehen? Ach, ich dachte, das wäre ein Rucksack. Nee, ist nicht. Nee, war nur Müll. Wo ist meine Mutplätze denn da? Ah, komm hier. Oh. Wie lange haben wir das jetzt? Zu Hause? 20 Uhr? Ja, pass auf, da können wir noch raushauen, ne? Na dann los. Da ist ein junges Pärchen, die heiraten, ja? Mhm. Und die bringt nichts weiter mit, außer einen Karton, der etwas größer ist als ein Schuhkarton, ja? Mhm. Und sie ist doch damit einverstanden, dass heiraten und so weiter. Sie hat nur eine Bedingung an ihren Mann zu stellen oder ihren zukünftigen Mann, dass er, egal was auch passiert, ob es gute oder schlechte Tage sind, er darf nie, nie, nie unter gar keinen Umständen in diesen Karton gucken. Naja, denkt er sich, wenn es mehr nicht ist, ne, mein Gott, dafür kriege ich die Frau meines Lebens oder ne, die Frau meiner Träume, mache ich, klar, kein Problem. Ja, gibt dir das Versprechen, die heiraten und die sind dann auch wirklich lange, lange Zeit zusammen und irgendwann so nach 30 Jahren denkt er sich, weißt du was, jetzt sind wir 30 Jahre verheiratet. Was kann schon kommen, jetzt, ne? Jetzt reicht's mir, jetzt gucke ich in den Karton rein. Ne? Also macht den Karton auf und findet da drei leere Flaschen Bier.
und 14.330 Euro. Mhm. Okay, naja, mach die Kiste wieder zu. Aber es lässt ihm jetzt irgendwie auch keine Ruhe, ne? Jetzt weiß er, was drin ist und jetzt will er auch wissen, warum das ganze Geld herkommt und vor allem, warum diese drei Flaschen Bier, die leeren, da drin liegen. Ja, abends am Küchentisch sagt er, ja, ich habe Scheiße gebaut. Sagt sie, was ist passiert? Ich kann dir eigentlich alles verzeihen. Du warst immer ein guter Ehemann. Ja, sagt er, ich habe in die Kiste reingeguckt. Da sagt sie, ach du Scheiße, ehrlich jetzt. Ja, sagt er, erklär mir das. Warum sind da drei Flaschen Bier drin? Da sagt sie, ja, sagt sie, jedes Mal, wenn ich dir fremdgegangen bin, habe ich ein Bier getrunken. Na, er verstummt kurz, ne, leicht verschrocken, rechnet aber wieder, ja, drei Flaschen Bier in 30 Jahren, dreimal fremdgegangen. Naja, dem kann man ja noch verzeihen. Sagt aber, woher kommen denn die 14.330 Euro? Ja, sagt sie, irgendwann muss ich auch das Leergut mal wegbringen. Oh, wie nett. Oh, weia. Was war das denn hier rechts überhaupt hier für ein Ding? Nichts Wildes, wa? Nee, das war, glaube ich, eher... Das war so ein komisches kleines Lager. Ja, ich denke mal, das war auf Herzlichen auch. Waldmann, so. Was ist denn das da vorne? Also das war jetzt nicht Rose, sag ich mal so. Hast du einen Trailer gefunden? Ist das ein Händel leer? Ist das ein Händel leer, oder was? Glaube ich fast. Nee, ist kein Händel. Hope Cabot. Ach, ja, ja. Ja, da haben wir ab und zu mal Hoffnung, aber das ist ja, die Sache ist durch mit dem Hoffnung haben. Ja, richtig. Und mit dem Sprit ist, glaube ich, ein bisschen knapp gerade bei mir. Ja, ich habe auch nur noch 19 Liter im Tank. Brauchst du jetzt noch was, Zova? 6 Liter habe ich noch. 5. Ich komme doch voran, so ist das jetzt nicht. Sonst schiebe ich halt den Rest. Also. Ranger-Posten, genau. Na, zu mir, Ranger-Posten war's. Ah, die Hupe geht noch. Also so viel Sprit ist noch drin. Okay. Na, sag mal, es ist doch nicht zu fassen. Da fährst du hier stundenlang geradeaus, weißt du, und... Ja. Jetzt hätte ja mal mindestens mal zu sehen sein können, oder? Ich habe diesen Helm auf, das ist schon mal eine große Sache. Echt? So, ja, auf jeden Fall. Bleib die Ohren warm. Genau. Bloß kein Visier vorne. Aber ich meine, du wirst satt, ne? Stirbst nicht an Hunger. Ich glaube, wir sollten mal anhalten. Aha. Und kurz absteigen. Kannst du mal die Beine vertreten? Ja, falls, du weißt ja, dieses Thema mit, ne? Der Server will man nicht mehr. Ach, und ja. Und dass wir nicht ein halbes Jahrhundert zurücklaufen müssen. Das wäre eine ganz dumme Sache. Warte mal, da vorne ist irgendwie eine Stadt oder sowas. Kann das sein? Mach mir ja, irgendwas ist da komisch am Horizont, ne? Nee, Stadt ist es nicht. Da sag ich für ein paar Häuser. Na, gucken wir mal. Wo ist denn diese verfluchte Wüste, sag mal? Hier ist Wasser. Ja, verdursten. Hier rechts ist Wasser. Da ist auch noch irgendwie ein Gebäude. Was und ist hier das? Links, oh. Das ist auch nicht. Schwarzwaldklinik. Ja, genau. Was steht da dran? Oh. Toll. Der will nicht. Fireboost, was steht da? Was ist das hier? Ranger Station Golf mit 3 Köpfen. US Firepost. Ja, nee. Alles gut. Machen wir für später, ne? Machen wir auch wann später, genau. Ja. Hallöchen. Wir müssen weiter Richtung Osten. Stur Richtung Osten. Dann ja, dann müsstest du jetzt durchs Wasser fahren. Ja. Oh. Komm, los, los. Ich schieb den Rest, ne? Außer Sprit? Jo. Der macht aber noch, das geht aber noch. Dann steig ich mal ab, dass ich dir was geben kann. Jo. Ein bisschen, das nur ein bisschen ab, das ist gut. Das ist lang. Ja. Dankeschön. Alter, so viel? Ja. Alter, der kriegt jetzt mal, ne?
Was denn? Hoppala. Sekunde. Die sind aber flott unterwegs heute, die Zombies hier. Ja, finde ich auch. Die sind echt, ne? Da, wie heißt das noch hier? Bates Hotel? Ist das nicht das hier? Wir waren noch unten nicht da. Nein, The White Resident. Oh. Ich glaube aber, das ist jetzt noch nichts für uns. Nee, da sollten wir noch ein bisschen warten. Das wäre. Nee, also ich, ne? Alles klar, Skate Tom. Viel Spaß im Kino, nicht? Jo, viel Spaß. Ja, viel Spaß, tschüss. Und denk dran, ne? Popcorn hat extrem viel Kalorien. Ja. So, soweit war ich auch schon. So, kommst du? Ja, ich habe gerade nur versucht, ein bisschen Benzin aufzutreiben, aber das war semi. Hast du nichts mehr, oder was? 10 Liter habe ich jetzt noch im Schläuchchen. Komm her, ich habe noch ein bisschen. Kannst du ja, bis hierher kommen? Ja, aber du musst ja auch noch nach Hause kommen. Ah. Weißt du, wie ich meine? Du kannst ja sicher in der ganzen... Ja. Ja gut, Tom, da hast du recht. Da hast du was zu ab... Ja, da kannst du was zu relegen. Warte mal, da ist wieder Wasser. Sollten wir nicht durchfahren, ist schädlich. Ist nass. Ja, vor allem für den Motor, ne? Ja. Wenn der Zylinder Wasser ansaugt, dann ist Schluss hier. Wo bist du jetzt hin, Schlumpfine? Du standst ja gerade noch. Da hinten fährst du. Alter, ist das weit hier. Komm her, ich geb dir noch was, Joe. Hier. Hier ist ein Hexenhaus. Dankeschön. Dann tank ich nochmal, sonst komme ich wirklich nicht nach Hause. Ja, eben. Hopp. Gut, jetzt können wir. Ja, aber kann man ganz kurz WhatsAppen, meine Tochter, irgendwas. Moment mal. Wart ihr ruhig schon mal, alles gut. Vati, kannst du Geld schicken? Na, wahrscheinlich. Kenn ich. So. Hier ist ein Gebirge. Was macht man da? Drum rumfahren oder durchfahren? Ist ein Offroad-Mofa. Das kann durchfahren. Aha. Glaube ich. Aber diese Wege führen doch auch meistens irgendwo hin, oder? Ja, aber das sind alles nur kleine Wege. Das sind alles nur Wege zu Häusern. Also das ist nichts Tolles. Sag mal, wo ist denn hier die Wüste? Sag mal, das ist doch nicht normal. Ich glaube, es ist leichter, wenn ich absteige. Ja, wenn wir drumherum fahren, oder? Wenn ich den Moped in der Hand nehme und drüber laufe. Na gut, dann kommen wir mal hinter dir hinterher. Ach Gott, wir hatten hier ein Gebirge hingebaut. Also ehrlich. Oh Gott. Naja. Das ist wirklich so ein Gebirge für. Nee, da fährst du nicht durch. So steil, oder was? Das kann ich dir sagen. Das heißt, Moped in die Tasche stecken und hier durchlaufen. Das Laufen, ist ja. Das ist das Einfachste. Das andere, das ist. Ja, da bist du ewig unterwegs. Ja, bist wirklich zu Fuß schneller unterwegs. Ja. Oh, ich habe keine Zeit. Vor allem die Straße spritzt. Hätten hier ein Gebirge hingebaut, sag mal. Das wäre ja noch, ne?
Nö. Nee. Ach, er da hinten. Das ist auch irgendwo ein Ende? Tja, ich hoffe mal. Oder die andere Hälfte von der Map ist zum Gebirge. Na toll. Dann haben wir es echt was ausgesucht hier doch. Und du siehst von hier oben nicht meine Stadt, nur Wasser jetzt hier. Ja, siehst du auch nichts. Aber da drüben ist schon mal. Mal sehen, was ist da. Komm, los. Lauf. Oh je. Ach, sie macht mich auch noch nervig hier unten. Ach, meine Fans wollen mir eine Wäsche. Hilfe, Hilfe. Das ist aber wirklich ein Mördergebirge. Gebirge, ja, ja. Ja, das ist nicht mehr normal. Die Wenn du nicht die richtigen Schuhe an hast? Nee. Nee, mit den Pumps durch, das ist schon heftig. Vor allem keine Ausdauer hast. Und das auch noch? Ja. Ach, ich sehe das Ende. Wenn das mal nicht das Ende der Map ist, dann wäre das alles gut. Oh, hier wird's flacher. Oh, hier wird's. Oh, wird das flacher hier. Das wird doch. Oh, ich habe keine Ausdauer. Lass mich in Ruhe. Ich glaub's nicht. Ich drehe am Rad. Da ist eine Stadt. Alter Freund. Ganz da hinten am Horizont. Oder das sind nur ein paar Häuser. Das kann natürlich auch sein. Ich will das jetzt nicht festnageln. Das Schlimme ist ja, wir müssen auch wieder nach Hause. Ich höre es hier nur fauchen und krähen und... Hör da auf, geh weg. Da hast du, weißt du was? Ich glaube, wir müssen den Joe loswerden. Der ist nur am Meckern. Ehrlich? Hat der PMS oder was, der Kerl? Kann doch wohl nicht wahr sein. Komm schon. Du warst gar nicht mehr so weit. Komm schon. Trau dich, komm. Ja. Ja, Garte, gib Ruhe. Ja. Yeah. Oh, da hinten sehen ein Dach. Was ist denn hier? Berg? Okay. Was ist das für ein Teil hier? Hab ich nicht gesehen. Okay, doch, das kennen wir schon. So. Na, guck mal jetzt mal, ob wir mit Moped weiterkommen. Ich denke mal. Joe, bist du mit? Ich bin 100 Meter hinter euch. Alles klar. Beziehungsweise hinter dir. Aha. Schlumpfine 140, also Schlumpfine noch vor dir, gell? Ja. Müssen wir erstmal aus dem Berg hier raus. Ja. Irgendwie. Yep. Scheiße, das Motorrad, wir brauchen Hubschrauber. Ja. Warte mal, da drüben war doch irgendwas. Hier war doch irgendwas. Was ist denn das hier? So viele einzelne Häuser hier. Das ist ja ein bisschen, also. Ne? Mhm. Das ist die klassische Einsiedler-Map, ist das hier. Ach, Gerl, man hat ja noch gehupt. Der war noch nicht ganz tot. Nee.
Also irgendwie Wüste ist hier nick. Ne, viel Wasser, viel Berg. Viel Grün, auf jeden Fall extrem viel Grün. Was ist das da hin? Hier ist mal Straße. Ein kleines Häuschen. Da ist irgendwie eine Straße. Oh! Fast das Hühn überfahren. Ob hier einer wohnt? Weiß ich, ich glaube auf jeden Fall die Post, aber ist nicht. Willy's Cabin. Ja, das glaube ich auch. So, ich habe aber irgendwas gesehen hier hinten. Ich habe hier irgendwas gesehen. Frage ist nur was. Ich würde mich über Sand freuen. Oder ein paar Autos. Ja, auch nur Autos, wo was drin ist, ne? Das wäre ganz cool. Tja, nun haben wir das Problem. Was denn? Links oder rechts? Ich fahre mal geradeaus. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich nehme die Mitte. Ja, links oder rechts, wir fahren geradeaus. Das ist auch gut. Doch, da hinten müsste, glaube ich, eine Stadt oder da, sowas da vorne, sein. Da in der Richtung, ne? Ja. Ich meine auch, da irgendwas ist da. So Richtung Nordost. Ja. Da ist was zu sehen. Okay. Voller Vorfreude, rast mal dahin. Und was ist? Nix. Ja. Doch, guck mal, hier ist eine Stadt. Das garantiert die Wüste. Das ist die Wüste. Das ist eine Halluzination. Das ist eine Fata Morgana. Genau, so heißen die Dinger. Guck mal an. Der ist aber auch nicht klein, so wie das aussieht. Ja, guck mal. Dann haben wir schon mal zwei Städte. Das ist ja wohl der Hammer. Oder das ist die eine und wir kommen von der anderen Seite rangefahren, oder was? Das mag sein. Nee, das ist nicht. Die hat ein gelbes Haus hier. Das stimmt nicht. Also die ist neu. Die ist neu. Okay. Ja, die hat ein gelbes Haus. Das hat die andere nicht. Ich verstehe. Und sonst geht's gut, ja. Ach, schön. Ach, guck mal an, doch. Hier können wir wieder Benzin besorgen. Bob Borzi, das ist doch großartig. Großartig, Mensch, das ist ja wie Weihnachten. Und hier ist ein Dead End, auch das noch. Nein, hier ist ein Fall, da fährt auch noch gegen der Idiot. Nein. So. Nächste Stadt. Bin mal gespannt. Masons Farm, 3 Totenköpfe, immerhin. Besser wie nichts, ne? Ja. Ja. Ja, yeah, ich habe 36 Benzin schon hier rausgeholt. Na, guck. Ja, Glückwunsch. Der halbe Weg ist schon mal gesichert. Ah. Komm mal her zu mich, du. Komm mal her. Jawohl. Da ist ein Auto. Oh, ein Auto, Heft, du glaubst das nicht. Ich meine, wir sind ja viel schlimmer als die Autos klauen, ne? Wir klauen die ja noch nicht mal im Ganzen. Nö, wir zerlegen die vorher. Vor Ort. Vor Ort Service quasi. Genau. Wo ist denn die Ausdauer hin? Hat die einer bei euch in der Tasche? Boah, 55 Benzin, 58. Da geht was. Der Weg ist gesichert. Jetzt kannst du nach Hause gehen. Jo, wir brauchen Akkuschrauber, schreibt Gartenjunge. Ja, auf jeden Fall. Aber so. Nur die guten. Ja, ja. So. Hier liegen noch Autoteile rum. Noch ein Heft, noch ein Heft. Du glaubst das ja, ist nie zu fassen. Du, hier ist ein Auto im Auto sozusagen. Oha. Das wird lustig. Zwei Klebeband. Jetzt sind wir reich. Oh, das hat sich ja schon mehr das als gelohnt, kann noch, hinzufahren, du. Ja. Hä? Komm mal andersrum, gucken wir mal. Maismehl. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. So.
Ich bin gespannt, wie groß die Stadt ist. Auf. Ach, du auch noch. Die wollen hier alle aufs Maul, das ist ja nicht normal. Ich bin ja so ein friedliebender Mensch, weiß ich. Ich tue ja keiner Fliege was. Ja. Aber sie ist ja, ne? Zum Glück ist ja keine Fliege. Ja. Sag mal, ist das zu fassen? Und jetzt wird's neblig, jetzt kannst du wieder nicht richtig gucken. Jo. So, Kerze ist aus, der ist ruhig. Ist das denn hier ein Knife Guy? Hab ich alle durch? Ja. Die Kiste auch, gut. Wir hatten da schon wieder Gardinen vorgezogen, Mann. So ein bisschen Sprit für nach Hause haben wir. Boah, das haben wir ein feines. Ah. Azurresistenz ohne. Aha. Ohne Köppe. Two-Bit Tower 5. Das kennen wir aber schon, ne? Da haben wir sowas von Arschloch gekriegt, glaube ich. Ja, in unserem Tower, da haben wir schon mal ordentlich langs Haken gekriegt, ja. Oh, kein Zeit. Oh, das Benzin, das ist eine Tankstelle. Ich gehe mal kurz einkaufen. Mal sehen, ob sie meine Karten nehmen. Ach, Elli Pirelli, muss das sein? Ah. Muss das jetzt sein? Ja, komm. Also klein ist das hier wirklich nicht, du? Nee. Noch ein Autobuch, du glaubst das nicht. Nee, also doch, ein bisschen größer hat's, ne? Also, wenn die mal nicht genauso groß ist wie die andere. Sieht fast so aus, ne? Poppenpilz, hier ist ein kleines Krankenhaus oder sowas in Richtung. Wo sind wir denn da hin? So, links und rechts gucken, ne? Nicht, dass einer kommt. So, ein Rad habe ich gefunden. Hat da noch eins gefehlt? Ich meine, ein Rad habe ich auch gefunden gerade. Ja, ich kann mir auf alle Fälle ein Motorrad bauen. Ja, genau. Für Joe brauchen wir es mit Stützrädern. Ja, und Beiwagen. Ja. Aber der Beiwagen kommt vorne dran. Wir wollen ja Auto bauen noch und Hubschrauber. Ja, ein Zug. Ja, da kommen wir dann schon ganz gut hin, ne? Ist das hier Feierabend oder was? Ja, hier fahren wir wieder Richtung Hauser. Na, ah, du bist in die andere Richtung. Meine Kiste leckt mit Öl. Hm. Wir haben ja in unserer kleinen Stadt noch eine Quest, ne? Von der sind wir jetzt 7 Kilometer weg. Lass mal sehen. Boah. Also nicht ohne. Hallo Mono, schön, dass du reinschaust. Herzlich willkommen, moin moin. Moin. Das ist ja.
So, hier gibt's noch mal hier auch noch. Alter, bist schon bei. Okay, vorne hinter dir kommt jemand, weil ich heute mal ein paar einen Latz. Komm mal noch einen Meter. Noch kein Händler, ne? Das stimmt. Ab ins Hochhaus, um Gottes Willen. Ja, Mono, unbedingt. Mono ist auch dafür, dass wir mal so einen kleinen Level 5er abgrasen. Ja, aber dann mit einer Hand am Rücken. Ja, genau. Und die andere in der Tasche. Ja. Oh, ich hab keine Zeit. Ganz Miss. Ach, du Schöner. Ja, ich würde auch sagen. Shotgun. 4. Ha. Könnt ihr auch nackig rein, wenn es euch zu langweilig ist. Oh. Ja, das sorgt für Irritationen, glaube ich. Ja, ich denke mal auch. Wir wollen ja nicht zu leicht gewinnen. Ja, wenn wir da wie die nackten Halbwilden da reinlaufen. Nachher meinen die, es gehört so. Naja. Was haben wir denn da? Ich bin wieder irgendwie überladen. Ich weiß mal nicht, warum. Ja, ich habe auch schon wieder hier so ein bisschen... Rücken. Rücken, ja, genau. Oh Gott. Rutsch mal. Ach, guck mal, er mit ohne Beine. Tja. Mhm. Sag mal. Was denn wurde? Der ist immer so dicht dran, ne? Da. Ach nee, das ein, das wird verkehrt. Mal kurz auf K. Mhm. Mhm. Da wird scharf geschossen. Ja, so. Sicher, bevor sie mir an die Wäsche wollen. Richtig. Hast du schon Händler jetzt gefunden? Nee, habe ich nicht. Ich auch noch nicht. Also so mördermäßig groß ist ja denn doch nicht die Stadt. Oh, ist hier noch was drin? Na komm, reiß das mal da. Hunger und du hast in keiner Ausdauer. P9383. Ja, das Mofa kommt ja was rein, Mono. Geil, Punkt, das geht gleich los. Zurück. So. So. Vor Hütte ist voll. Na toll. Kommt die Stadtmitte und wird das alles dunkel hier. So, passt. Hier. Oh, guck mal. Oh, nett. Ich bin da, dann kannst du auch mal schon fix hier noch ein Pünktchen vergeben, ne? Wenn du eins hast, ja. Vorne die Pünktchen, ne? So.
Wo ist Joe eigentlich geblieben? Der ist kurz AFK. Ja, aber wo steht er gerade? Nicht, dass wir ihn killen? Das ist die große Frage. Auf dem Parkplatz. Nee, so groß ist die Stadt gar nicht. Das ist eine kleine. Ja, wir haben wesentlich eine gefunden. Das ist schon mal was wert. Aber ein Händler fehlt uns irgendwie, ne? Ja, ein Händler ist da nicht, ja. Pass and Guess. Was ist denn hier unten? So, ich bin's wieder da. Mhm, wo steckst du gerade? Ich stehe am Parkplatz auf dem Fahrzeug hier da oben und jetzt wieder auf meinem Mofa. Es ist gerade dunkel, es regnet. Ja. Haben wir was gefunden, wo wir rein wollen, oder? Nö, noch nicht. Wir sind noch am Suchen. Okay. Oder wir können uns nicht entscheiden, oder so sagen. Ja. 4 oder 5. Achtung, hinter dir, Zova. Mist, ich kann nicht weg. Aha, doch, kann ich. Aua. Warte mal, ich habe hier was für dich. Da kommt noch was von rechts, hinterm Zaun weg. Infine, da rechts. No, da bist du. Ich habe dich gesucht, gefunden? Du. Das Zuckerschnütchen hier. Komm mal her, du Schokolinse. Ach, Tochter. Ist der. So, ich hätte ein paar Bücher im Angebot. Oha, du hältst es nicht aus. Hier ist Tour-Digest. Oh ja. Da ist noch eins. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr es brauchen könnt. Ich komme da nicht ran. So, das waren alle. Tour-Digest aber deins, ne? Ja, also ich schmeiß hier auch was raus. Das habe ich hier. Ich habe hier auch was für dich. Ödlandschätze. Grundausbildung Feuerwehrmann. Und jetzt wird es spezieller, Zova, hier. Ja, das riecht ja nicht durch. Vehikel. Lass mich mal raus. Das mal raus. Und das Echtplanet. Hab ich auch noch was? So, Forge ist mir. Hier, Kunst des Bergbaus, Band 5. Hab ich irgendwo noch rumfliegen gehabt? Wo ist es? Hallo? Was? Wie bitte? Oder habe ich da schon rausgelegt? Warte mal eben. Ne, hier. Kunst des Bergbaus, Band 5. Bärjäger. Schlagmann. Habe ich auch schon. Oh. Der große Kuh. So, ist ja nicht so, dass wir jetzt keine Häppchen hätten, ne? Also das müssen wir festhalten. Zeig mal, ich guck mal, ob ich das kann. Ah, siehst du, kann ich noch nicht. Na, siehst du mal. Was mit dem hier? Was? Aber gut, haben wir alles. Super, aber die Folge ist wieder durch. Da sagen wir nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum wieder gesehen. Bis zum wieder gesehen. Bis zum wieder gesehen, genau.